Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es teilweise nochmal um Radiant Photo. Der Name wäre mir jetzt fast entfallen. Und über meinen neuen Ninja 5 oder Ninja 5 von Atomos. Da gibt es auch einen ganz kurzen Clip. Ich habe das nun mal getestet. Und zwar hier zu Hause an meiner kleinen Futterstelle. Und dazu werden wir auch jetzt gleich ein Bild bearbeiten. Und wir gehen einfach mal runter und dann schauen wir weiter. So, wir sind hier auf dem Desktop. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier alles so, wie ich mir das denke. Ich habe ein ganz klein wenig umgebaut. Ich habe hier ein paar Fotos vorbereitet. Also das sind die Fotos, die ich gemacht habe. Wir suchen uns da jetzt mal ein grünes raus. Ich denke mal, das oder das dahinter. Das ist, glaube ich, das Bessere. Obwohl das ist nicht ganz scharf. Aber das funktioniert. Das ist in Ordnung. Ja, also das Bild möchte ich jetzt bearbeiten. Es ist noch nirgendwo durchgejagt oder so. Ja, also alles Standard, noch kein Pure Raw oder sonstige Sachen. ISO 3200. Und wir gucken mal, ob wir da vielleicht doch. Ja, das hier ist besser. Das ist besser, ja. Nehmen wir das. Also ISO 4000. Ja, sieht man jetzt hier nicht so stark, weil halt relativ heller Hintergrund. Ich würde sagen, wir gehen auf Entwickeln und werden als allererstes das in... Nein, das geht ja nicht so. Und zwar hier auf Datei, Zusatzmodule. Die Testversion, die habe ich gelöscht. Kann ich euch auch mal kurz was zu sagen. Und zwar habe ich DxO angeschrieben gehabt, weil ich das ja relativ kurzfristig gekauft habe davor. Also die Version 2. Und kurz danach kam halt die Version 3 raus. Und da habe ich die gefragt, ob es vielleicht möglich wäre, da mir entgegenzukommen. Entweder halt kostenfrei die Version 3 zu geben und die Version 2 zurückzunehmen. Oder halt mir da nochmal etwas entgegenzukommen, anstatt die besagten 79 Euro fürs Update. Aber keine Chance. Also von daher ist für mich DxO, sage ich mal, eh erstmal Geschichte. Ich werde da jetzt erstmal nichts weiter machen. Behalte die Version 2 und schauen wir mal. So, haben wir jetzt durchgejagt durch DxO. Sieht wirklich gut aus, also kann man nicht meckern. Werde das jetzt hier nochmal ein wenig zurechtschneiden. So, dass mir das gefällt. Ich würde sagen, so ungefähr. So können wir das lassen. Kommt der Ast unten raus. Sieht gut aus. Und dann werden wir das in Radiant Photo mal bearbeiten. Und zwar sind mir da noch ein paar Dinge aufgefallen. So, und zwar hier haben wir die Möglichkeit, wie ich ja in dem letzten Video zu Radiant Photo sagte, dass das mir alles viel zu knackig ist. Ne? Also das ist hier die... Muss ich das doch machen, ja. So, also das ist die wie normale Standardeinstellung, so wie es rauskommt, ne, aus Pure Raw. Ach, Quatsch, Radiant Photo. Wir haben hier halt die Dezent-Auswahl, ne, dass das dann halt nicht mehr ganz so knackig ist. Also von daher müssen wir hier gar nichts mehr großartig regeln. So, was ich hier auf jeden Fall machen möchte, ist die Lichtstreuung etwas sanfter machen. Dann die Tiefen noch mal ein bisschen rausheben. So, als nächstes die Farbtreue, die können wir noch mal schauen. Ah, das ist schon zu viel. So ist das schon ganz gut. Das hier mache ich auch ganz gerne hier, halt die Farbkorrigierung, Farbtonkorrigierung. Ich würde sagen, so auf 20.
So, und was ich auch nicht besprochen hatte mit euch hier, das sind diese Sachen hier. Und zwar haben wir hier einmal das für den Himmel, ne, Königsblau. Wir haben jetzt hier keinen Himmel, aber so können wir das weglassen. Genauso wie den Laub, ne, können wir hier farblich einfärben oder halt umändern. Ne, also das sollte man hier auch noch bedenken. Die Möglichkeit gibt es hier natürlich. Korrekturfilter, den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Mal gucken. Ändert der da überhaupt irgendwas? Nicht wirklich. Ja, das wäre dann jetzt hier meine fertige Bearbeitung. Mehr brauche ich hier nicht machen. So gefällt mir das. Und dann speichern wir das. Also das halt nur noch als Anmerkung. Das war hier dezent. Natürlich noch haben, ja, wenn wir das jetzt mal vergleichen. Ja, so war es vorher und so ist es jetzt. Also es poppt noch mal ein bisschen schöner raus. Ja, das sieht einiges schöner aus. So, das Ganze würde ich jetzt noch nach Foto-AI schicken, um halt die Größe wieder anzupassen. Das wird ein relativ kurzes Video. Schauen wir uns das mal an. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Gucken. Er macht da auch nicht allzu viel. Wir haben hier halt die Größe angepasst. Das habe ich so in den Voreinstellungen geladen, damit da halt nichts passiert. Ne? Dass ich da halt immer die gleiche Auflösung habe, dass da nichts passiert. Das war jetzt halt, ich war jetzt irritiert durch die Meldung von, wie heißt das? Cleaner. Ja, Clean My Mac, genau. Durch die Meldung war ich jetzt etwas irritiert. Also, ja, damit das halt immer die gleiche Auflösung hat. Rauschreduzierung macht er nicht, Schärfe macht er nicht. Das Einzige, was er macht, ist hier Enhanced. Ja, das kann man natürlich auch noch dementsprechend anpassen. Ja. Schärfen, das nehmen wir hier mal ein bisschen raus. Ja, so passt das für mich und dann können wir das abschicken. Ich werde von dem Atomos noch einen kleinen, wirklich sehr kleinen Clip mit dazu packen. Da seht ihr halt meine Einstellung. Das war halt nur ein Test. Ich wollte das nun mal ausprobieren, damit ihr das auch mal seht. Ja, und ansonsten können wir jetzt hier natürlich noch ein bisschen was bearbeiten. Ich würde hier zum Beispiel noch die Augen etwas anpassen. So, und zwar machen wir natürlich kleiner. So, da würde ich dann halt hier Benutzer definiert und dann die Iris-Optimierung aktivieren. Ja, da noch mal das Weiß ein wenig erhöhen. Nicht zu viel. Und die Lichter auch. Ja, dann poppt das Auge halt noch ein bisschen mehr raus. Dann sieht das halt ein bisschen besser aus, wie ich finde. Ja, das ist eigentlich so dann meine fertige Bearbeitung. Wenn man jetzt das über Radiant Photo macht. Ansonsten würde ich das halt, wie gesagt, über meinen normalen Regler machen. Das können wir ja testweise jetzt auch noch mal machen. Ja, das ist die DNG-Datei. Die ist halt noch nicht bearbeitet. Jetzt würde ich dann halt hier anfangen, ja, meine ganz normalen Sachen hier durchzugehen. Wir können das dann ja gleich mal vergleichen, wie das aussieht. Ja, im Gegensatz zum Radiant Photo. So gekroppt haben wir das ja schon. So, dann würde ich das Motiv hier auswählen. Ja,
Hinzufügen. Objekt. Ups, war ein bisschen krumm, aber egal, dürfte er erkennen. Macht er. So, und dann subtrahieren. Pinsel. Da die automatische Kantenerkennung. Und dann würden wir das hier nochmal rausmalen. So passt das für mich. Und dann jetzt halt die Belichtung ein wenig erhöhen. Und die Tiefen nochmal ein bisschen rausziehen. Ich würde sagen, sogar die Belichtung noch einen Ticken höher. So sieht's gut aus. So, dann machen wir jetzt hier weiter. Ja, das ist schon zu viel. Ein weniger. Es dauert natürlich wesentlich länger hier, wenn wir das so machen. Immer Belichtung einen tiefer. Als wenn wir das natürlich mit Radiant Photo machen. So, der Schwarzpunkt setzen wir hier. Das ist immer noch zu viel. Machen wir es so. So, jetzt bringen wir das Bild ein bisschen zum Poppen. So ungefähr. Oder ist zu viel. So, dann, es war natürlich warm. Der gefällt mir besser. Dann Morgenschatten und hier machen wir die Sättigung um einen erhöhen, also 10 Punkte sind es dann im Endeffekt. So, und jetzt machen wir noch mal ein bisschen warmes Licht dazu. Ein bisschen Dynamik rein und dann würde ich das jetzt auch hier in Photo AI schicken. Und auch hier prima, das mal ein bisschen runter. So gefällt mir das. So, das wäre dann halt jetzt meine Bearbeitung mit, ich mache mal hier ein bisschen Rauschen rein und ein wenig eine kleine Vignette sozusagen. So, und das dürfte jetzt hier das Radiant-Foto sein. Ja. Also machen wir mal Vergleich. Ja, also Radiant-Foto, das linke und das rechte wäre dann halt meine Bearbeitung. Ich habe jetzt hier die Augen natürlich noch nicht bearbeitet. Ja, und hier die Randabschattung noch nicht gemacht und das Rauschen noch nicht reingenommen. Ja, das können wir noch eben machen. Also machen wir hier ein leichtes Rauschen rein. Auch die Vignettierung. Und hier machen wir dann halt noch
Das Auge bearbeiten. Pinsel. So. Dann auch hier Iris. Dann hier die Lichter ein wenig nach oben ziehen. Das Weiß ein klein wenig und dann das hier auch fertig. Ja, jetzt vergleichen wir das nochmal. Ja. Radiant Photo. Und hier, das ist dann halt meine Bearbeitung mit meinen normalen Mitteln. Ja, das ist etwas kühler und das ist etwas wärmer. Ja, ich werde die beiden Bilder noch mit ins Video packen. Wären wir jetzt soweit? Ja, abschließende Worte. Also das Radiant Photo hat seine Vorteile und ist sicherlich kein schlechtes Programm. Gerade wenn es schnell gehen soll oder so, kann man das auf jeden Fall nutzen. Aber man muss abwägen. Ja. Es kommt halt immer aufs Bild an, ob man da vielleicht noch einen kleinen Touch als letzte Instanz nutzen möchte, Radiant Photo. So würde das dann halt bei mir laufen. Ansonsten nutze ich doch lieber meine normalen Sachen und eventuell Photoshop, um da halt noch das letzte Quäntchen rauszuholen. Ja, das soll es gewesen sein. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao.